Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zum GPL-Teambeding für Spieltag 7. Spoiler, falls ihr den letzten Spieltag nicht gesehen habt. Wir stehen aktuell 1-5, wir haben den letzten Spieltag gewonnen. Wir stehen jetzt 1-5, was immer noch nicht so geil ist. Aber hey, vielleicht können wir heute wieder einen Win mit nach Hause holen, beziehungsweise für euch morgen. So, Leute, wir müssen noch gegen Flo ran. Flo steht aktuell 6-0. Wir haben wirklich Platz 1 gegen Platz 14, das heißt, kritische Kiste. Ich versuche natürlich alles umzugewinnen, aber ich weiß, dass Flo mit seinem Team sehr, sehr, sehr gut umgehen kann. Aber nach dem letzten Spieltag hatte ich so ein paar Erkenntnisse und habe auch so langsam das Gefühl, dass ich mit meinem Team ganz gut umgehen kann. Deswegen hoffe ich, dass ich da ein bisschen entgegenwirken kann. Und wir gehen heute wieder bei meinem Team von links nach rechts, von relativ Standard zu sehr crazy. Okay. als allererstes schauen wir uns Flo's Team an. Flo hat ein nicht unbedingt so schnelles Team. Sein schnellstes Pokémon ist Liberlo und danach sind wir schon bei 100 Base Speed mit Volnona. Das heißt, es ist eigentlich noch relativ fein. Ja, und sowas wie Primarine, Stalos, Gerdor, Kotomi, Humanoid und Lectragon sind tatsächlich ziemlich langsam. Ja, natürlich Lectragon und Humanoid, was ich sehr, sehr feiere. Würde ich sehr, sehr cool finden, wenn ich beide mitnehmen würde. Ich glaube, Humanoid hat er noch gar nicht dabei. Ich hatte mittlerweile jedes Mon schon dabei. Von Meitelit habe ich sehr viel Angst, weil ich habe schon Stuff gegen den, so ist nicht. Allgemein finde ich, bin ich mit meinem Team sehr, sehr, sehr gut aufgestellt gegen ihn, aber er ist trotzdem ein bisschen spooky. Ich kann tatsächlich gar nicht einschätzen, was er mitnimmt. Ich habe wirklich eigentlich alles auf dem Schirm. Also wirklich alles. Vielleicht Amigento nicht, aber ansonsten habe ich... Okay, Humanoid eigentlich auch nicht. Aber ansonsten habe ich alles auf dem Schirm. Er könnte potenziell alles mitnehmen. Economy könnte vielleicht noch ein bisschen Setup-Fodder sein, aber schauen wir mal. Wir schauen uns als allererstes mal mein Team an. Und zwar haben wir selbstverständlich unser Maxax dabei. Lamberry, D-Dance, Close Combat, P-Jab und Dragonclaw. Nach einem D-Dance sind wir schneller als sein schnellstes Liberlo. Das heißt, wenn er keinen Scarfer mit hat, outspeeden wir auf jeden Fall alles. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit immer so ein bisschen reingeschissen mit Maxax. Deswegen ist mein Plan diesmal, das sage ich jetzt schon mal vorne weg, weil ich das... Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es tun werde. Ich werde wahrscheinlich mit Maxax leaden, weil ich versuche die ganze Zeit, sein Lead zu... Also von meinem Gegner den Lead zu predicten. Und irgendwie geht es immer in die Hose. Deswegen versuche ich einfach komplett unpredictable zu sein und leade einfach mit Maxax, weil das eigentlich nicht der Play ist und First Turn Setup ist sowieso auch nie der Play. Aber schaut euch sein Team an und schaut euch dann plus 2 Maxax eventuell an, okay? Plus 2 Maxax, ziemlich gut. Meitelit ist das Einzige, wovor ich mir so ein bisschen Gedanken mache, weil der mich Revenge killen könnte. Aber den angechippt zu bekommen, ist wichtig für unser Team. Es ist sehr, 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 sehr wichtig. Das heißt, wenn ich Maxax einen Kill claimen könnte und Meitelit anchippen kann, wäre ich schon sehr, sehr, sehr zufrieden. Wir spielen Unearth, falls er die Anti-Drachenbeere auf Lectragon spielt. Ich glaube, das hat er für Dragapult gemacht gehabt, ne? Gegen Regi. Und falls er die Anti-Giftbeere auf Kodomi oder Primarine spielt oder die Rospebeere auf Stalos. Okay, auf Dings kann er sie nicht spielen. Doch, auf Amigento kann er sie auch spielen, aber sehe ich nicht. Das heißt, dafür spiele ich Unearth. Ich habe auch über Moldbreaker nachgedacht. Klar, ich könnte damit mit EQ Rotom treffen, was natürlich gar nicht so kacke wäre. Ich würde die Robustheit von Stalos brechen, wobei ich Stalos wahrscheinlich niemals... Ja, doch, mit D-Dance würde ich ihn halt killen können, wenn ich so plus 2, plus 3, plus 4 bin. Trotzdem habe ich mich, wie gesagt, für Anspannung entschieden, weil ich denke, dass Antibären gefährlicher für Maxax Sweep-Potenzial sind als sowas wie Robustheit oder eben die Schwebe von Rotom, weil wir mit Dragonclaw, auch wenn er komplett Fist-Death ist, auf plus 2 ihn eigentlich killen sollten. Also wir haben eine, ich glaube, 30-40%ige Chance oder so. Die Lamberry selbstverständlich wegen Rotom. Er könnte T-Wave oder auf Lectragon könnte er auch T-Wave spielen. Also so ein Anti-Drachenbeere T-Wave-Set oder Choice Scarf, T-Wave, whatever, keine Ahnung. Und halt eben mit Rotom, weil er uns da T-Waven oder Will-O-Wispen könnte. Was natürlich nicht so geil ist. Genauso mit Volnona, falls er ein defensives Volnona spielt, können wir uns dort auch Will-O-Wispen oder halt Toxicen mit Kotomi. Deswegen spielen wir die Lamberry. Glaube ich, relativ selbsterklärend. Und ich denke, Maxax hat sehr gutes Sweeping-Potenzial. Aber es ist halt, also ich spiele halt basically fast immer dasselbe Maxax-Set, weil es bietet sich halt immer an. So ein bisschen von den Moves her passe ich es manchmal ein wenig an. Aber ansonsten, also ich spiele mal Outrage, mal spiele ich Iron Tail oder whatever. Aber nicht, nee, ich glaube, Iron Tail habe ich noch gar nicht gespielt. Aber ich habe es schon offen auf dem Schirm gehabt. Also da versuche ich immer so ein bisschen zu variieren. EQ oder so kann er ja auch. Aber ansonsten, ich glaube, ich hatte aber auch schon Scarf dabei und
Also Bennett hatte ich, glaube ich, auf jeden Fall dabei im ersten Spieltag. Ich weiß nicht mehr genau. Aber trotzdem ist das D-Dance-Set einfach sehr, sehr gut. Und ja, es bietet sich halt auch gegen Flo wieder sehr gut an. Ich glaube, Maxax ist in den meisten Fällen auf dem Papier einfach besser, als es schlussendlich eigentlich wirklich ist. Ich weiß nicht, ob ich einfach nicht richtig damit umgehen kann oder ob es ein bisschen zu stark überschätzt ist. I don't know. Als nächstes haben wir Stalobah mit SD und Rapid Spin. Wenn ihr euch an den letzten Spieltag gegen Ede zurückerinnern könnt, und falls ihr den gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich ab einem gewissen Zeitpunkt Rapid Spin gegen Vikavolt gespammt habe. Und wenn ich dort SD mit im Set gehabt hätte, hätte ich den Spieltag ab dem Zeitpunkt gewonnen. Deswegen spielen wir heute Rapid Spin SD Soft Sand EQX. Also wir brauchen den Soft Sand, damit wir ein physisch defensives Rotom safe killen können, damit wir mehr Schaden auf Strepoli machen, damit wir mehr Schaden auf Stalos machen. All der ganze Schild, Moldbreaker selbstverständlich. Hier natürlich wirklich Sturdy, Stalos oder ganz klar eben halt wegen Rotom, damit wir den hitten können. Denn mit X und EQ treffen wir eigentlich alles, weil schaut euch, gehen wir durch sein Team durch. Wir gehen von links nach rechts. EQ, 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 X, EQ, 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 X, EQ, EQ. Fertig. Mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen nur diese zwei Moves, was halt actually echt cool ist. Wie gesagt, Soft Sand brauche ich einfach für den extra Schaden. Habe ich einfach ein paar Kais gesehen, dass es schon sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube auch für Primarene ist es relativ wichtig, weil ich den halt auch nicht one-hitte. Ich glaube mit Soft Sand auch nicht, aber es ist halt. Soft Sand bietet sich am besten an und Life Orb wollte ich ihm sowieso nicht geben. Und Expert Bell sehe ich auch nicht. Weil alle, die ich sehr effektiv treffe, die töte ich in den meisten Fällen eigentlich auch. So, wir haben so viel Speed Investment, damit wir nach einem Rapid Spin schneller als Full Speed Libero sind. Außer ich spiele einen Scarfer, ne, ihr wisst Bescheid. Also, da habe ich mich einfach so ein bisschen nachgerichtet. Ich sehe auch keinen richtigen Scarfer gegen mich, ich bin ganz ehrlich. Ich wüsste nicht, wen der Scarf gegen mich spielen sollte, außer Electragon. Ansonsten sehe ich wirklich nichts. Den Electragon ist wirklich in meinen Augen der einzige Scarfer, den er gegen mich spielen könnte. Und trotzdem würde der nichts gegen Stalobah machen. In den meisten Fällen. Also ich könnte immer fast immer Stalobah reinswitchen. Deswegen, I don't know. Auf jeden Fall ist das unser Excadrill. Als nächstes haben wir, übrigens auch witzig, wir spielen Gigalith und Stalobah und ich spiele trotzdem Moldbreaker, denn wir spielen nämlich Sturdy Gigalith, denn Gigalith ist ziemlich gut gegen sein Team. Wir können wieder gerne durchgehen. Stone Edge, Stone Edge, Stone Edge, Stone Edge, Stone Edge, Stone Edge, Stone Edge. Also ich glaube, bei denen kann ich auch EQ drücken. Stone Edge, Stone Edge. Ja, basically EQ in EQ. Aber die meisten Mons treffe ich einfach mit Stone Edge, was sehr, sehr geil ist. Gerade wenn er mit Maritelit seinen Psycho-Move eingesetzt hat, ist Gravity aktiviert. Das heißt, Gigalith trifft seine Steinkanten immer. Das ist für die Stealth Rocks wichtig. Also er ist für die Stealth Rocks wichtig. Und ich habe keinen wirklich guten dritten Move. Ich könnte sowas wie Superpower spielen. Ich könnte sowas wie Self-Destruct spielen oder so. Aber dadurch, dass ich eh nicht weiß, was ich da für ein Item draufpacken will, was sich so hundertprozentig lohnen würde und der wirklich austeilen soll und die Rocks erlegen soll, habe ich mich für Chest Arresto entschieden, weil klar, auf der physisch-defensiven Seite tanken wir super viel, aber auch auf der speziell-defensiven Seite können wir den einen oder anderen Move sehr gut wegstecken. Aber gerade gegen sowas wie Liberlo oder Electragon oder whatever, können wir halt einfach resten, was halt wirklich geil ist. Und Amigento, falls er mit Amigento sweepen will, kann ich einfach resten. Sun Edge, tot. Easy peasy. Das heißt, ich habe mich für das Gigalith-Set entschieden. Finde ich eigentlich ganz cool. Wie gesagt, auch mal ein offensives Gigalith zu spielen, ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Wie gesagt, besonders gegen Flo's Team, aber ansonsten auch nichts groß Besonderes. Hauptsächlich für die Rocks wichtig. Also wirklich, die Rocks sind nice gegen ihn. Wegen Maritelit, ich muss Maritelit anchippen. Merkt euch den Plan. Dann natürlich leider Vulnona, Liberlo. Das ist schon nice, wenn die Rocks Schaden bekommen. Auf irgendjemanden wird er wahrscheinlich die Boot spielen, also auf Vulnona oder auf Liberlo, aber ja, schauen wir mal. Gut, das ist auf jeden Fall mein Gigalith. Als nächstes spielen wir Choice Scarf mit Champ, mit Dynamic Punch, Poison Jab, Knockoff und Stone Edge. Der Speed ist ein bisschen crazy, denn ihr seht, wir sind komplett Full Speed und jedes geschulte Auge sieht direkt, okay, nee, das sieht man nicht direkt, aber um es zu erklären, ich outspeede lieber nur nicht. Und ich habe zu viel Speedpunkte, um Vulnona zu outspeeden. Also Vulnona würde ich auch mit weniger Speed schon outspeeden. Ich kann euch den Plan erklären, denn Leipard kommt auf 173 Speed. Okay. Das heißt, ich gehe jetzt einfach davon aus, okay, Flo Speed creept so sein Liberlo, dass er runtergeht auf 174 Speed. Und Choice Scarf Full In It mit Champ kommt auf 175 Speed. Und deswegen, falls ihr nicht sich denkt, okay, wir packen hier noch 4, 8,
Punkte, okay, 4-12 Punkte mehr in Speed auf Liberlo, outspeede ich mit Champ sein Liberlo. Das heißt, ich outspeede damit sein ganzes Team. Wir haben Poison Jab für Primarene. Wir haben Knock-Off für Marithelit und Rotom. Wir haben Stone Edge für, wahrscheinlich eher für Marithelit. und halt eben für Volnona, Liberlo, den ganzen Shit. Und Dynamic Punch können wir auch fast gegen alles einsetzen. Also wir treffen eigentlich alles mit unserem Step, entweder neutral oder sehr effektiv und mit unseren anderen Moves sowieso halt sehr vieles sehr effektiv. Deswegen wird es schwierig sein, den richtig umsetzen zu können. Ich habe einfach jetzt schon holy shit, so viel Angriffe. Er hat 147 Base-Angriff, 135, 135, 130. Das ist halt so wild. Holy shit. Dafür habe ich ihn auf jeden Fall mit. Der hat nicht dieses hundertprozentige Breaking-Potential, aber der kann sich hier und da mal einen Kill snacken und kommt auch in Moves trotzdem noch gut rein. Auch wenn ich kein HP-Investment auf dem habe, kommt er trotzdem gut in Moves rein und kann gut was ausrichten gegen Flo's Team. Deswegen auch mit dem mit Champ-Set bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich denke, da ist es tatsächlich gegen Flo. Und ich denke, dass der sich auch den ein oder anderen Kill snacken kann. Als nächstes kommen wir zu Cleopatra. Ihr seht doch hier wieder Nasty Plot und Baton Pass. Aber ich sage es jetzt schon vorneweg, Leute. Wir werden niemals Nasty Plot und Baton Pass rausbekommen. Denn Leipard übernimmt eine andere Rolle, denn er soll einfach den Sonntag rausholen, okay? Wir wollen Sunny Day, wir tragen auch Heat Rock. Wir wollen den Sonntag raussetzen. Wenn ich dann noch die Chance habe, Nasty Plot aufzusetzen, dann setze ich den natürlich auf. Aber ich sage, in 99% der Fällen werde ich Sunny Day und dann Baton Pass drücken. Denn, ich erkläre euch die Strategie, gegen Leipard wird wahrscheinlich Primarene Gerdor reinkommen. So, jetzt habe ich Primarene oder Gerdor, weil das sind wahrscheinlich so die besten Mons gegen Leipard, weil Gerdor hat den Prio-Move, der sehr effektiv trifft. Und Primarene kann ich nicht hitten in den meisten Fällen. Und wir spielen da natürlich wieder auch Dark Pulse für Marithelit. Bin ich ganz ehrlich, also klar, wir treffen damit auch Rotom und so und wir sind nicht so extrem langsam. Wir haben so viel Speed Investment, damit wir Volnona outspeeden. Das heißt, wir können auch noch ein bisschen Damage mit Leipard austeilen. Sehe ich wahrscheinlich sogar in diesem Match als gar nicht so unwahrscheinlich an. Aber sein Hauptjob wird es sein, den Sonntag rausholen. Das ist das Allerwichtigste. Das Gute ist, dass Flo mir auch die Option gibt, den Sonntag rausholen mit seinem Volnona. Falls er es mitnimmt, ich hoffe es sehr, weil das meiner Strategie sehr zugute kommen würde. Und ja, wie gesagt, also nach dem Sunny Day gehe ich in den meisten Fällen wahrscheinlich für Baton Pass. Wenn ich die Chance für den nächsten Plot habe, dann mache ich das natürlich, aber ist jetzt nicht unbedingt essentiell wichtig. Und wir kommen zu meinem letzten Mon, und zwar zu Life Orb bei Blum mit Chlorophyll, Growth, Sludge Bomb, Pollen Puff und Solarbeam. Lasst es mich erklären, Leute. So, das hier ist quasi unser Landhund von letzter Woche, außer dass wir nicht auf Agilität drücken müssen, weil wir haben Chlorophyll. Und wir kriegen den plus 2 Spezialangriff-Boost, den holen wir uns wahrscheinlich selber. Das heißt, Leipard gibt uns diesmal den Speed quasi, was ja theoretisch gesehen eigentlich verboten ist. Also ihr dürft keinen Speed weiter passen. Deswegen machen wir es anders. Wir machen das, was erlaubt ist, und wir holen die Sonne raus, gehen für Baton Pass und Speed und passen so quasi den Speed auf Vibloom und haben dann immer noch 6 Runden Sonne draußen für Vibloom. Können wir einmal Growth drücken, dann haben wir noch 5 Runden Sonnenturns mit plus 2 Spezialangriff. Life Orb, der hat 110 Base Spezialangriff, was halt wirklich viel ist. Und wir haben, pass auf, wir gehen durch sein Team durch. Sludge Bomb, killed. Sludge Bomb, killed. Solar Beam, killed. Also hier jetzt von plus 2 aus. Rotom, Solar Beam, killed. Pollenpuff killt Marithelit nicht, deswegen, ist es genau dasselbe wie letzte Woche mit Schnapfel gegen Ele. Wir müssen sein Gigamon anchippen, damit die Strategie wirklich funktioniert, okay? Weil Vibloom stirbt sonst gegen Marithelit, das heißt, die Rocks sind sehr, sehr wichtig. Oder der potenzielle Chip, den wir mit Maxax versuchen, early zu bekommen, indem wir in den ersten Runden wahrscheinlich für D-Dance gehen und hoffen, dass dann Marithelit zum Revenge-Kill reinkommt. Das ist der Chip, den wir brauchen, damit Vibloom funktioniert. Denn Pollenpuff macht genug Schaden, um ihn zu killen. Ich glaube, er macht irgendwie 70, 80, 90 oder irgendwie sowas im Dreh. Auf plus 2 gegen Marithelit, Pollenpuff. Und ja, der macht halt eben sehr, sehr gut Schaden. Dann haben wir wieder Sludge Bomb, der killt. Solarbeam killt, Solarbeam killt, Sludge Bomb killt. Sludge Bomb macht, glaube ich, ungeboostet 60% gegen Gerdor. Und Stalos, ja, Solarbeam, der killt uns halt auch nicht, ne? Die machen halt alle auch nicht so viel Schaden. Er hat keinen Mon außer Marithelit,
abgesehen von seinen Feuermonster, aber die droppen halt einfach, die mich instant killen können. Wir haben so viel Speed im Essen, klar, damit wir lieber Loadout speeden, genau. Ja, doch, 95. Ja, doch, ist alles richtig. Wir kommen, glaube ich, auf 190 und ich glaube, wenn wir einen runtergehen... Nee, kein Plan. Also ich... Moment, kommen wir auf 190? Ich schaue mir das gleich nochmal an. Ganz in Ruhe. Aber auf jeden Fall ist das unser Giflor-Set. Ich freue mich sehr drauf auf Giflor. Ich hoffe, dass der funktioniert. Ich hoffe, dass der ja seinen Job gut erfüllen wird. Und dass er am Ende nicht einfach nur so ein Meme-Lot ist, der einfach direkt wegstirbt. Ich muss wirklich versuchen, mit dem gut zu spielen. Einfach, weil er dieses Sweeping-Potential hat. Er hat gerade gegen sowas wie Primarine oder Girder kriege ich halt auf jeden Fall Setup. Außer Primarine ist irgendwie so AV, Ice Beam, whatever. Dann ist er schon ein bisschen gruselig. Ich glaube, AV würde ich auf plus 2 auch killen und Ice Beam killt mich nicht direkt. Das ist halt das Geile. Giflor ist immer noch sehr bulky. Und sobald wir auf plus 2 sind, sollten wir eigentlich alles outspeeden. Und sein potenzieller Scarfer ist, wie gesagt, Electragon. Und der macht auch nicht so insane viel Schaden. Und das heißt, selbst wenn Electragon irgendwann reinkommt und das einzige Pokémon ist, das schneller als wir sind, der wird uns halt, wenn wir Full Life sind, nicht killen. Das ist ja ganz geil. Und das ist unser Team gegen Flo. Ich bin sehr zufrieden mit dem Team. Haben mir natürlich wieder versucht, sehr viele Gedanken zu machen, wieder was Kreatives zu spielen, womit mein Gegner auf gar keinen Fall rechnet. Ich glaube, das ist aktuell so immer mein Plan. Womit rechnet mein Gegner auf gar keinen Fall? Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe darüber auch mit Present schon gesprochen. Damals, als der Draft war, dass ich Leipard hole wegen Heatrock Sunnyday. Das war damals schon in meinem Kopf drin, denn es gab damals dieses NU-Team um Giflor. Ich glaube, das war Gen 7, Gen 6, Gen 7, irgendwie so im Dreh. Gab es dieses Giflor-Team mit Sunnyday, Leipard und Giflor. Das heißt, dieses Team hier, das gab es damals quasi schon in dieser Kombination auf der Ladder. Ich glaube, das ist mit Vileplume und Leipard war, ich bin mir ziemlich sicher. Und das ja, war, wie gesagt, damals mein Plan, als ich Leipard eigentlich gepickt habe. Da wusste ich noch nicht, wie crazy Battenpace und so weiter alles ist. Sondern ich wollte einfach wirklich nur diesen Sunnyday-Support haben für Giflor-Potenzial. Und heute kann ich diese Fallenkarte endlich ausspielen gegen Flo und hoffe auf jeden Fall, dass sie funktioniert. Ich gönne Flo den Sieg. Flo ist aktuell mein Favorit. Ich sag's, wie es ist. Natürlich will ich gewinnen. Und ich würde mich sehr, sehr schlecht fühlen, wenn ich Flos Siegesserie breche, weil ich mache aktuell sehr viel mit Flo. Flo und ich sind aktuell wirklich gute Freunde, würde ich sagen. Wir verstehen uns sehr, sehr gut und das macht den Kampf eigentlich für mich nur noch umso schwerer. Aber ich werde mich nicht zurückhalten. Ich werde natürlich alles versuchen, um den Kampf zu gewinnen. Und ich hoffe am Ende des Tages einfach, dass wir einen coolen, spannenden Kampf haben werden. So wie ich das sowieso hoffe. Ich möchte euch unterhalten. Das ist natürlich immer noch so mein Hauptaugenmerk an der GPA aktuell. Aber ein Win wäre natürlich krass, weil ich bin Letzter, Flo's Erster. Das ist schon crazy. Wie gut sehe ich meine Chancen? Ich sage halt, dass Flo aktuell wirklich on fire ist. Ich sage, der ist halt, hat halt wirklich sehr, sehr gutes Potenzial, die GPL zu gewinnen. Und deswegen bin ich schon von vornherein ein bisschen eingeschüchtert, muss ich sagen. Aber ich versuche das Ganze so ein bisschen abzuschütteln beim Kampf. Und ja, gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr hast, auf jeden Fall sehr gerne eine positive Bewertung. Da schreibt gerne eure Meinung zu dem Team in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ja, morgen 18 Uhr kommt der GPA-Kampf. Macht's gut und ciao, ciao.